Scheiterhaufen bauen. Das wollte ich auch gerade sagen, einen riesigen Scheiterhaufen mitten im Dorf. Hier brennt das Niveau. Das könnten wir nicht machen. Hier leidet das Niveau. Hier wird das Niveau als Ketzer verbrannt. Das müssten wir echt dann aufbauen, dann so als Super-Duper-Special in Folge 111 oder so dann anzünden. Ne? Und dann 10 Minuten lang, wie wir um das Feuer rumlaufen. Und dann dabei singen Gumbaya, Malor. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich rumbeschieße. Nee, was haben sie bei South Park nochmal gesungen, als sie den Walmart abgebrannt haben? Also spring jetzt mal hier runter. Ja, also müssen wir auch Gumbaya, Malor singen. Und tschüss, ich spring da mal runter, ne? Wo ist denn eigentlich der ganze Scheiß hin? Ja, wir haben keine Steinziegel mehr, Patrick. Natürlich. Nee, sind alle weg. Nein, wir haben noch nicht alle verbaut. Alle weg. Nein. Alle weg. Das kann nicht sein. So schnell haben wir die Mauer auch nicht nach oben gezogen. Ja, warte, Kevin, ich komme kurz nach oben. Oh. Ja. Wir haben zwei Kisten voll gehabt. Ich brauche eine Spitzhacke. Kevin, komm mal mit ins Lager. Kevin. Warum denn? Ich guck jetzt mal, das kann. WTF. Sieht schlecht aus. Steinziegel ist doch noch eine ganze Kiste fast voll. Also eine halbe Kiste. Außerdem in der Steinkiste sind dann immer noch Dings drin. Cleanstones. Ich krieg hier so viele EP, ey, das glaubt mir kein Mensch. Fast wenn recht. Ich das meinem Nachbarn hier erzähle, ey. Wenn ich das meinem Nachbarn erzähle, Alter, der glaubt mir das nicht. Dann wird er schwanger. Oh Gott, Patrick. Von deiner erotischen Stimme. Oh Mann, Patrick, hör auf mit so einer dummen Scheiße, ey. Nee. Irgendwann springe ich noch wegen dir. Irgendwann. Auf geht's, spring. Springen. Wohin? Spring. Ja. Spring. Also spring, das ist die Möglichkeit. Spring. 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 Schick mir eine Nachricht aus dem Jenseits. Und richt Hitler dann einen Gruß aus von mir, denn du kommst in die Hölle, genauso wie ich. Oh, schade, er ist nicht runtergefallen, stimmt. Der spawnt ja am Boden. Wisst ihr, was Francisco, Passi und ich immer sagen, wenn wir irgendwie mal wieder Witze über die Hölle machen? Dann sagen wir immer, ja, wir kommen sowieso in die Hölle und dann kommt Francisco. Ich freue mich schon drauf mit Hitler, Berlusconi? Nein, mit Hitler. Mussolini. Mussolini, genau. Hitler, Mussolini und Stalin gemeinsam Poker zu spielen. Ja, ist doch cool. Und dann stellen wir uns das immer so vor, wie sie alle zu viert da am Pokertisch sitzen und dann immer sich gegenseitig übers Ohr hauen, dann Hitler immer seinen Friedenspakt schließt. Nein, Hitler dann seinen Friedenspakt mit Stalin schließt und dann. und dann der totale Rollflash anfängt. Totale Höllenkrieg. Hitler macht nicht all in, Hitler macht den totalen Einsatz. Der totale Einsatz. Welcher den totalen Einsatz? Rollflash. Vier Affe. Nein. Also hier unten sind noch sehr viele Cobblestones, ich kann nichts mehr mitnehmen. Also, Patrick, welcher Seite haben wir die Türen Kollege, gebaut? Ist klar. Das ist auch gerade meine Frage. Moment, ich guck mal nach. Ich glaub, die hier. Nee, die hier war's nicht. Okay, guck mal. Die war's auch nicht. Ah, die hier war's, oder? Tekka, guck mal nach unten. Nee, die war's auch nicht. Verdammt, die letzte Möglichkeit versagt. Dann war's die hier. Nein, die war's auch nicht. Na, okay, doch. Jetzt eine Treppe hochbauen hier. Und nach ganz, wir müssen noch einen Gang nach unten graben, die letzte Ebene. Also, dann machen wir einfach drei breit nach unten, damit wir bei Dings anfangen. Elende Drecksviecher sind das, ganz ehrlich. Ganz dreckige Mistviecher. Oh, hier ist Redstone. Brauchen wir nicht. Das ist ja, Gelbstein. Ist aber da. Nein. Gelbstein. Ja, bei dir und? Ja, Gelbstein halt. Ja, bei dir und? Ja, das Trademark, ey. Das habe ich jetzt getrademarkt. Seit wann? Das ist seit heute. Ja. Ja, was denkst denn du? Glaubst du, ich das sowas nicht trademarkt? Ich meine, ich hab das erfunden. So, also, ich bin in der Mine drin, also. Flips! Also, wo baust du? Ich bin unterwegs. Mann, Starkiller, ey. Was denn? Mann, du baust immer ein, ey. Wo? Wie tief du immer runter baust, ich glaub's ja wohl. Tu mal aus der Ebene, die wir gerade. Tu mal aus der Ebene, die wir gerade gebaut haben, die Fackeln rausmachen, ne? Ja, mach das, hab ich vergessen. Ah, fuck, wir haben hier noch gar kein Wasser reingemacht, ne? Na stimmt, muss auch noch machen. Ups. Was ist das? So, wir muss sein, sonst sterben die nicht.
Kevin, wo hast du die Wassereimer hin? Ja, ich hab schon zwei. Oh Gott, okay, dann craft ich mir nochmal welche. Ich hab also keine Ahnung, wie ich die Mauer denn weiterbauen soll. Warum sagt mir das keiner? Ja, ich hab sie dir doch vorgebaut. Du musst eigentlich nur noch die Steine draufsetzen. Aha. Sag Keller, du bleibst gerade stehen. Ist beim zweiten Flussübergang kein Tor dran, oder was? Doch, doch. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Jetzt auf welcher Höhe? Ich wollte da nicht hin. Ja, keine Ahnung, du kannst auch die Vorderseite. Du hast unten den Fußboden. Der Fußboden ist auf dem Grund, aber dann musst du nach oben. Ja, ja, dann bau da einfach eine Treppe rein. Mach's, wie du denkst. Ich lass dir da einfach mal die Freiheit. Ja. Hey, hier ist eine Spinne gelandet. Was soll ich denn jetzt wissen, wie ich die Treppe hier bauen soll? Mach's doch irgendwie. Also, es funktioniert. Nochmal so. Wie? Oh, Mensch. Hä? Jo. Hey, seit wann kann man Eimer stacken? Seit immer. Nee, nicht seit immer. Voller Eimer noch nicht. Ja, das wäre unlogisch. Aber leere Eimer kann man stacken, auch nur bis 16, was ich dumm finde. Weil bei 7 Days to Die kann man ja Eimer stacken, ne? Sowieso. Aber nicht volle. Doch, ich glaube auch volle Eimer. Mhm. Was denn? Soweit hat das Spiel schon nachgedacht. Jetzt kann man stacken, was? Was machst du denn jetzt? Hallo. Ich raste gleich raus hier. Die Treppe. Ja, du musst noch ein paar Blöcke tiefer, weil wir sind jetzt bei. Also. Was ist das, wie hoch das geht hier? Hier sind 24 Blöcke unter der letzten Ebene. Also musst du jetzt noch mal zwei runter, dass wir dann wirklich unterhalb der unseren Blöcke sind. Sterben die nicht dann? Nein, wenn Wasser da ist, nicht. Egal, ich lass das hier einfach, das reicht. Wir müssen ja nur in die Kisten, wenn wir rankommen. So. So, ich hab dann oben auch mal das Ding hingemacht, ja. Ne? Hilfe, Hilfe. Wir müssen dann die Spawn-Ebenen unbedingt verdunkeln, die sind irgendwie noch viel zu hell. Also ich glaube, wir müssen dann mit den Türen, müssen uns irgendwas überlegen. Ja, da muss eine Eisentür rein, die lässt ja kein Licht durch. Echt? Autsch. Wow. Ne, dann muss die Mauer hier noch viel höher, ey. Oh, hier ist schon mal eine erste in der Spinne gespawnt. Ja, die ist, bei mir ist schon eine gelandet, aber. Gleich wird überschwemmt mit Mobs und hat kein Schwert, um die zu töten. Stimmt. Ja, wenn ihr da oben alles dunkel macht, dann schon. Ja, die sterben alle. Krasse Sache, oder wie hoch das geht. Man sieht gar nichts mehr. Hallo. Hallo. Den Gang müssen wir gleich auch schön machen. Patrick, ich baue mich mal von oben runter. Versuch mal irgendwie eine Treppe hier hochzubauen. Irgendwie so eine Wendeltreppe. Ich? Ja. Okay. Ich stelle hier eine Werkbank hin und gebe dir einen Cobblestone. Dann kannst du das hier bitte ausgleiten. Ich mach das. Ja, ich fange aber erst mit der mittleren Säule da an. Also mit der, wo. Wo wir drum herum bauen. Nee, darunter. Warte, ich werfe eine Cobblestone hier hin. Dann kannst du ja mit dein. Hier. Also die mache ich gleich eher. Obwohl, ich brauche noch ein paar Cobblestone. Ich habe dir zu viel gegeben. Ja. Aha. Ja. Genau, das reicht. Weil ich baue jetzt nämlich dann hier runter. Also ich baue jetzt der Dings, ne? Eine Wendeltreppe nach oben. Mhm. Gut, dann baue ich hier jetzt in der Mitte erstmal so ein Ding nach oben. So eine Säule, wo ich dann drumherum die Treppen platziere. Mhm. Fuck, fast runtergefallen. Das war knapp. Jetzt mal gucken, wie weit ich hoch muss. Ah, sowas. Das reicht erstmal. Oh, das kommt eine Spinne. Alter, jetzt waren schon Skelette. Verdammt. Ist tot. Der kommt ein Skelett. Ja, kam hier echt tot. Das war gemein. Ja, solange sie alle sterben, ist gut. Da ist noch eine Spinne. Und die, ja, 200. Oh je, das ist ein Protect KLP. Spinne, komm. Nein, Alter, mich hat ein Skelett fast runtergeschossen. Hier ist die Pfeile. Nein! Warum? Ich konnte sowieso nichts. Ey, ist gestorben, das Skelett. Ey, ja gut, musst du durchgucken. Oh Mann. Also ich hab nichts aufgenommen außer Erde oder so. Wer hat mein Schwert und mein Dings? Und da ist ein Hopper in den Hopper. Ich brauch Hopper, ich muss hoch. Hopper, warte, Hopper, Reide. Achso, nicht, sondern ich hab gesagt, warte eben. Wenn so, er fällt, dann schreit er.
Ich finde die Musik unglaublich entspannend, die hier gerade dudelt. Also auf diese Ebene hier unten müssten wir noch gehen, weil hier kommt die Kiste hin. Warum ist ein Dropper in einem Dropper? Das weiß ich selber nicht. Frag den Dropper. Wo ist denn der? Hast du hier in der linken, ganz linken, hier. Na, da war der drin. WTF. Wo ist der hin? Keine Ahnung. In dem anderen Dropper. Ja, aber so ein... Dropception. Ich wollte gerade sagen, Dropception. Hey! Nein! Man muss mal sagen, dass irgendwie... Ey, das Gold braucht man auch nicht. Nimm das Gold mit. Irgendwie den Wortschatz vergrößert hat. Man sagt ja jetzt auch irgendwie immer Deception dahinter. Ah. Ach, hier ist er. Bei dem Film gab's das... Nein! Nein, was machst du? Ja, Wasser. Ich wusste nicht, dass hier Wasser drunter ist. Ja, da... Man sieht, hier ist ein Pisten und ist dahinter ja dann Wasser. Nein, ja, blöd. Marcel, jetzt war nicht unhöflich. Jetzt ist aber kein Wasser mehr. Richtiger Mini-Zombie! Stier! Es reicht, wenn du mich immer anschreist. Und zur Sau machst. Also die Wendeltreppe geht nach bis nach oben, ne? Das ist gut. Du musst... Nee, macht Marcel nicht, aber trotzdem. Manchmal ist er schon ein bisschen ungehalten. Du musst halt noch die Dings, ne? Den Gang ausbessern. Bis nach oben. Muss das erstmal hier machen, damit die Zombies nicht irgendwie mittendrin wegfallen. Oh, jetzt wieder was runtergefallen. Oh, noch eine Spinne. Oh, noch ein Creeper. Und weg damit. So, warte mal. Erstmal hier machen. Hau hier mal eben das Gold raus. Ich brauch das Gold nämlich für meine Schienen immer. Ah, hier ist außerdem noch Kohle. Oder können wir nicht machen, dass die Sachen, die hier runterfallen, mit einem Minecart wieder nach oben transportiert werden ins Lager? Das wäre zu aufwendig. Nein, das wäre zu aufwendig, wäre das gar nicht. Du musst erstmal so eine riesen Minecart-Strecke bauen. Du brauchst extrem viel Booster-Schienen, ergo brauchen wir extrem viel Gold. Ja, aber das kann man doch machen. Außerdem, wie soll denn das bitte funktionieren? Das geht. Die Hopper haben ja, oder die haben ja auch... Ja, das Minecart muss aber dann tausendmal hin und her von einem... Um alles aus den Hoppers zu holen, ne? Ja, egal, das geht doch. Kann es doch machen. Und dann lädt es. Weil es tut immer nur eins abladen, egal wie viel drin ist. Hey. Lol, da ist gerade ein Skelett gespawnt. Oh. Das war nicht ich. Hat noch irgendjemand Fackeln? Ne, jetzt sind eben in Hoppern drin. Na gut, so, dann gehe ich mir nach oben. Das ist halt weggeschwemmt und dann lassen wir sie einfach hier drüben. Wir müssen aber wirklich noch so tief, dass die Kiste halt gut erreichbar ist. Ja, aber den Gang ist ja egal. Okay, hier laufen gerade die Skelette die Treppe runter. Ja, der Gang ist egal. Lol. Die spawnen irgendwie neben den Spawn-Ebenen, warum auch immer. Weil es da vielleicht zu hell ist, zu dunkel ist draußen. Haben wir da so viel da weggemacht? Oh, ich bin nur gestorben. Jetzt siehst du aber, wie die an mir vorbeifallen. Hier sind schon sehr viele Sachen drin. Die ganzen man keine Steine fliegen da auch rein. Ja, dafür kann ich gerade nichts. Ja, das ist ja egal. Das kann man dann mit Feed the Beast, ne Marcel? Das ist noch eine Spinne. Das ist daneben. Die einsortieren. Naja. Ja, im Brain on the Chair kann man das machen. Ich mach dann schon mal Eisentüren, ne? Und Knöpfe. Ach, die Spinne ist nicht gestorben hier. Wie viele Spawn-Ebenen haben wir nochmal? Ich glaube 3. Ne, 4, mach mal 4. Weil die gerade bei mir festgehangen hat und dann ist irgendwie. Dings. Dahin. So. Nein. Scheiße. Ich glaube, ich mach mir eben das Fenster zu. Dahin. Was ein niedlicher Zombie. Komm, spring runter, spring so. In dein Glück. Oh. Ja, komm, spring runter, Zombie, los. Guck mal das Wasser weg, bevor der Keeper gekommen ist. Eisentüren, ja. 4, ne? Also. 1, 2, 3. Nein, Zombie! 4, 3, spring! 4, 3, 4, ich hab mich mit der Schaufel 4, getötet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also, ich hab noch zu wenig Kabel, ich brauch gleich wieder Kabel. Also auf der einen Seite muss noch ein bisschen mehr zu, ne? Hier. Und allzu ja, viel. Ja, ich weiß. Ich baue dann für außen Druckplatten. Also dass man von außen. Ach, dieses dreckige Stück Scheiße. Dass man von außen mit Druckplatten reinkam und reinkam. So, das wird jetzt in der Kiste gesagt. Und von innen, dass man dann von innen mit Knöpfen rauskommt, oder?
Mhm. Ah, da kommen meine Sachen weg. Dann also ich